jetzt richtig anmoderieren, ja? Ja. Gott, ey. Ich grüße euch, meine lieben Freaks und Maniacs da draußen. Ich bin Y ohne Tai, weil wir über 30 Grad haben. Und ich packe dieses Paket aus. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, warum ich dieses Paket bekommen habe. Es ist ein Blind Unboxing. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Packdat aus, ein Checkdat aus oder eigentlich gar nichts auf meinem Kanal verloren hat, weil ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein großes Paket. Eigentlich habe ich mit großen Paketen gar nicht so viel am Hut. Aber die Leute, die mir am nächsten stehen, meinen, es könnte mir gefallen. Ich habe jetzt schon mal hier messermäßig, war ich unterwegs, ich habe das Paket gemessert und schon mal gelockert. Ich kann es jetzt also, glaube ich, kann ich das öffnen? Fast. Fast gut gemessert. Bam. Es steht drauf, bitte nicht schütteln, von Oberhausen aus, ach nee, von Oberseite öffnen. Und hier steht Oberseite. Ach so. Ist auch doof, wenn man es hier lesen könnte und dann würde hier Oberseite stehen. Alles durchgestrichen und abgeklebt. Weißes Verpackungsmaterial! Was ich mir schon immer gewünscht habe. Was ist das? Was ist das? Wenn das beißen oder explodieren kann, müsst ihr mir das sagen, ne? Ich mache jetzt so wenig Messer wie möglich, wenn das schon so eingepackt ist. Oh Moment, ich glaube, ich muss das hier. Dann sieht man mich nicht. Ne? Meint, haltet ihr das für wahrscheinlich, dass ihr das zurückschicken müsst? Und kann ich das abschneiden? Ja! Man spielt nicht mit Messern, liebe Kinder. Ernsthaft? Happy Birthday, einen Monat früher. Ach so, ja, das macht Sinn. Du hast zu viel genervt. Holy shit. Was habe ich genug genervt? Zu viel. Zu viel? Ja, ich finde, ich habe genau genug genervt. Oh, wie geil. Ich will das gar nicht anpacken. Deswegen bitte nicht schütteln, wenn man sonst gemerkt hätte, was da drin ist. Boah, das ist voll schwer! Holy shit! Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt sieht. Das ist endlich mal ein guter Versuch, von sowohl Lego als auch Nintendo zusammenzuarbeiten. Das Lego NES Paket, 2630 Teile oder so. Da steht 2600 ungefähr Teile, bisschen mehr. 6 bis 7 Stunden Aufbauzeit. Ich habe schon so eine Ewigkeit kein Lego-Set mehr aufgebaut. So, also ich frage jetzt mal dich, soll ich das jetzt auspacken oder soll ich das... In Ruhe. Okay. Also, vielleicht nur als Schmankerl. So soll das Ganze... Ich finde das auch schön, dass das so ein schönes, einfach nur dunkles Design hat. Das sieht nicht so nach Lego-Spielzeug. Ist natürlich ein Spielzeug, aber das sieht erwachsen aus, wenn man das so nennen möchte. Hier ist ein kleines Mario-Level abgebildet. Hier sieht man natürlich, was drin ist, nämlich der alte Röhrenfernseher mit Mario, wie er auch später hier langläuft. Das ist die Konsole, das ist der Controller mit Spiel. 2600 Teile, hab ich schon gesagt. Craziness. Hier hinten, eigentlich sieht man gar nicht so viel, sind nur so ein paar Konzeptsachen, so wie es aussieht. Es ist also eine sehr unscheinbare Box. Mit wunderbarem Inhalt. Ich freue mich. Ich finde auch die Box so schön. Das hat mich auch geflasht und dann. Das musste unbedingt in seine Sammlung. Habt ihr bitte nicht schütteln drauf geschrieben? Ja, ne?
Verzeihung, steht niemals bitte nicht schütteln darüber. Vielen Dank auch diesmal fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Why the Tie.